Ach zusammen, willkommen zurück bei Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm mit den Maori. Wir sind im Jahr 590 angekommen und in einem goldenen Zeitalter. Ja, haben jetzt gerade eben die ja, die Monarchie einführen und das göttliche Recht entdeckt. Das heißt, wir werden jetzt gleich einen maurischen König krönen, können dann direkt gucken, wie wir hier weitermachen. Ich denke, wir werden jetzt in Richtung der öffentlichen Verwaltung gehen, damit wir hier eine Allianz mit unseren befreundeten Zivilisationen schließen können. Ich glaube, die anderen beiden Karten, ja, die sind jetzt nicht so wichtig. Der Kashi-Tempel ist jetzt auch nicht unbedingt im Fokus, aber die Allianzen wollen wir. So, also, dann müssen wir mal drauf achten. Also hier können wir mit dem Handwerker noch die Steine anschließen. Das pusht nochmal Kaviar. Die müsste jetzt auch eine der besseren Städte sein. Na, gucken wir mal nach, wie es da jetzt so aussieht. Was die Produktion angeht, ja, da ist Upango und Kaviar plus 21, unsere Hauptstadt plus 20. Naja, das kann sich ja soweit sehen lassen. Das ist ja ganz okay. So, hier unten müssen wir ein bisschen aufpassen. Da werden wir hier von den Armbrustschützen behakt. Aber wir können uns ja demnächst selbst auch Armbrustschützen ausbilden, beziehungsweise die werden wir uns dann kaufen. So, dann ziehen wir uns hier erstmal zurück. Gleiches machen wir hier mit dem Admiral. Ja, und hier wollen wir ja auch zurück gen Westen noch ein bisschen aufklären. So, ja, jetzt ist die Frage hier: Otatarapa hat den Hafen fertiggestellt. Da kaufen wir jetzt den Leuchtturm. So, und können jetzt. Na, die reicht noch nicht, um hier ein neues. In einer Runde wächst die Stadt. Wir haben noch nicht ausreichend Bevölkerung für den nächsten Bezirk. Wir können hier aber, glaube ich, mal einen Handwerker oder einen Händler. Ich glaube, wir bauen hier mal einen Händler. Wobei, das ist eigentlich alles unnötig. Wir fangen auch mal die Stadtmauern an. Das brechen wir aber ab, sobald hier der nächste Bevölkerungspunkt erreicht ist, die Stadt einmal gewachsen ist. Dann kaufen wir jetzt hier auch keinen Siedler. So, in Kaviar, hier würde ich aber ganz gerne einmal einen Händler kaufen. So, wunderbar. So, wir kriegen den nächsten Admiral. Francis Drake erzeugt sofort eine Freibeute einer mit einer Beförderungsstufe. Ah, ja, wunderbar. Dann. So. Hier ziehen wir mal rüber. Ja, hier oben ist noch Mexico City, auch ein Industriestadtstaat. Den gucken wir uns gleich mal an. So, also hier haben wir jetzt Brasilien und die Portugiesen. Die sind nämlich, also die Portugiesen sind im Krieg mit Amerika noch. Währenddessen Portugal mit den Chinesen im Krieg ist. Also hier gibt es einiges an Unruhen. So, Mexiko wollte ich mir nur mal angucken. Also Heureka für Burgen. So. Da ist eine Roosevelt drin. Aha, na gut, das könnte interessant werden, dort aktiv zu werden. Gut. So, hier haben wir jetzt das Diplomatenviertel abgeschlossen. Da schieben wir das Konsulat hinterher. Wobei wir hier vielleicht vorher auch noch mal.
einen Händler bauen. Das machen wir, glaube ich, vorher. So, also Salpeter haben wir entdeckt. Das ist unter dem Theaterbezirk. Deswegen haben wir Zugriff auf Salpeter. Ja. Wunderbar. Dann, ja, ist jetzt an der Zeit, auf die Monarchie zu wechseln. Also der nächste Schritt wird natürlich die Handelsrepublik sein, aber ich denke, solange bleiben wir in der Monarchie. Dann rufen wir das Königreich der Maori aus. Das gibt zwei Zeitalterpunkte. Hervorragend. So, und jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier brauchen. Also wir können jetzt hier die Stadtplanung. Lassen wir das noch drin. Ja, das schadet nicht. Jetzt können wir noch hier oben bei der militärischen Politik mal schauen. Also Industriebezirke haben wir noch nicht. Den Einheiten Unterhalt, also die Rekrutierung, das machen wir auf jeden Fall. Loyalitätsprobleme haben wir auch nicht. Ritterlichkeit brauchen wir nicht. Die Bastion wäre vielleicht noch mal was. Raubzug wollen wir auch nicht. Die Agoge brauchen wir nicht. Das ist veraltet. Bastionen. Ich glaube, alles andere. Oder Kampfstärke gegen Barbaren. Wir haben gerade nichts. Ne? Wir bleiben nicht. Mal bei den Bastionen. Jawohl. Das soll unser. Ah, damit haben wir das Heureka für die Burgen. Und das gibt direkt einen Gesandten in Mexico City. Prima. So, also wunderbar. Denn wir wollen ja hier vielleicht, müssen wir hier aktiv werden gegen unsere Grauratten, und hier oben haben wir auch noch hier die Tigerzähne, deswegen müssen wir hier vielleicht ein bisschen auch aufpassen, was die Barbaren angeht. So, dich ziehe ich hier ab. Das ist mir zu kitzlig, da kannst du besser woanders aktiv werden. Du kannst heilen. So, und du. Wo haben wir denn hier noch was? Hier ist alles versorgt. Können wir hier die Pferde noch anschließen? In der nächsten Runde. So, der nächste Admiral. Da ist die Frage: Brauchen wir den oder erzeugen wir direkt eine Freibeutereinheit? Tja, die passive Fähigkeit. Gucken, was hier ein anderer Admiral hat. Also der hat Mittelalter Renaissance. Ja. Ich glaube, hier macht es tatsächlich Sinn, den umzuwandeln. In einen Freibeuter. Förderung spare ich mir nochmal auf. So, Francis Drake ist jetzt also zum Freibeuter geworden. Sehr schön. Jawohl. Wir können überlegen, ob wir hier vielleicht mal rüber gehen. Denn geht das nicht noch schneller? Nein. Ich glaube nicht, dass jetzt hier jemand siedeln wird, aber ich will den dann direkt upgraden zu einem Armbrustschützen. So, ja, also damit haben wir die Runde beendet. Können wir mal gucken, wie das jetzt hier rein beim Weltklima aussieht. Ja, da passiert noch gar nichts. Wir sind noch weit entfernt von den ersten Treibhausgasemissionen durch die Nutzung von Kohle. Damit geht es ja dann los. So, wir könnten noch mal gucken, wie weit stehen wir in der Kultur? 41. Boah, der Khmer, die Chinesen sind ja wahnsinnig stark.
Naja, es wird etwas besser. Und durch die Theaterbezirke, die wir bald bauen. Aha, also. Die Schotten brauchen dringend Pferde. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Den Honig. Das kann nicht schaden. Das Geld, ja, das ist jetzt 15 oder 3. Machen wir das mal so. Das ist aber ein guter Vorschlag. So, Kumasi könnte hier ruhig mal was gegen diese. Ah ja. Gerade angesprochen, was gegen die Barbaren tun. Das reicht noch nicht zur Versenkung. Dann gucken wir mal so, ein Waldbrand. Die Nubier. So. Größte Stadt unseres Volkes. Prima. Stadt. Bevölkerung von 15 erreicht. Das ist natürlich schon eine sehr große Stadt. Damit haben wir auch die Inspiration für die Urbanisierung. Prima, dann Ich gucken. stelle mir die ganze Welt als eine große Maschine vor. Maschinen werden nie mit Ersatzteilen geliefert. Sie kommen immer mit genau den Teilen, die sie brauchen. Prima. So, dann gucken wir mal, in welche Richtung wir jetzt hier gehen. Ich denke, jetzt mal hier gucken. In Richtung der Astronomie. Der Druck wäre natürlich auch nicht schlecht. Wegen des Weltwunders verbotene Stadt, aber die Astronomie. Diplomatie. Ja. Wir gehen mal in Richtung Astronomie und dann hier über das Rasel. Wir müssen jetzt ein Musketier noch haben. Wir haben noch keine Musketiere. Dazu fehlt uns noch die entsprechende Erfindung. Ja. Na, wir gehen jetzt mal Richtung Astronomie. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal hier. Da gab es jetzt ja gerade auch noch mal eine Inspiration. Urbanisierung ist aber erst weit im Industriezeitalter. Da sind wir noch weit von weg. So, hier haben wir Salpeter. Wir gehen mal hier oben rum. So, du. Was wird denn hier gebaut? Tempel der Artemis. Na ja, das ist unkritisch. Also, Brasilien hat geschlossene Grenzen, sehe ich gerade. Das möchte ich aber geändert wissen. Also, da ist Peter. So, offene Grenzen. Prima. Das machen wir. So. Können wir mal gucken, haben wir sonst noch was? Brauchst du vielleicht Eisen, denn das brauchen wir nicht. Oh ja, immerhin. 3 Gold pro Runde. Das nehmen wir gerne. So, guck mal kurz nach. Hier ist noch alles in Ordnung. Offene Grenzen auch mit den Amerikanern. Die Amerikaner stehen nicht so gut, da habe ich das Gefühl. So, China. Offene Grenze. Ja, auch das nehmen wir mit. Und Robert. Ja. Sehr schön. Moment, jetzt können wir hier. Amanitore ist jetzt nicht mehr unfreundlich. Jetzt gucken wir mal, Delegation schicken. Prima, das hat geklappt. Dann verbessern wir auch da die Beziehungen. Können noch mal schauen. Aber das ist doch mal der richtige Weg. Jetzt fehlen wirklich noch die Khmer. So.
Also der Freundwetter, das wissen wir. Können wir weiter Handelsweg, das ist klar. Jetzt brauchen wir hier, geht uns jetzt der Platz aus. Das war zu erwarten. Urbanisierung haben wir gesehen. Jetzt wollte ich hier mal gucken. Der Waldbrand ist hier oben in Brasilien. Hm. So, und dann haben wir hier offensichtlich Verschiebungen. Ja, bei dem Suzerän-Status. Das muss uns nicht weiter stören. Gut, der Freibeuter kann gen Norden. Aufklären. So, diese Handelseinheit. Sortieren das mal nach Gold. Boah, das ist stark. In die Hauptstadt. Und unsere Händler können ja nicht überfallen. Oder ich schicke ihn nach Angkor Thom. Dann habe ich ja noch plus 2 Produktion. Das ist, glaube ich, noch attraktiver. Ja. Die 6 Gold sind jetzt nicht ganz so entscheidend. 20 Runden ist auch prima. Jawohl, das machen wir. So, dann segeln wir hier vorbei. Ich frage mich immer noch, wo die Siedlereinheit hin ist. So, hier gehen wir hier unten rum. Wir sind jetzt Sankore. Na gut, das ist dann so, da kommen wir nicht gegen an. So, der ja, den schicken wir mal hier rüber, habe ich hier. Wir könnten hier vielleicht die Schildkröten dann gleich anschließen. So, jetzt hatte ich ja hier gesagt, hier ist die Stadt gewachsen. Dann müssten wir jetzt hier einen Theaterplatz bauen können. Das machen wir hier. So, und dann kaufen wir hier. Den Siedler können wir gerade nicht kaufen, das können wir in der nächsten Runde machen. Den kaufe ich und schicke ihn dann hier rüber, damit wir diese Insel besiedeln können. Dich können wir upgraden zum Pikenieren, das machen wir jetzt aber noch nicht. So, eine Handelsroute ist abgeschlossen. So, und hier sind wir oben angekommen, dann können wir hier weiter aufklären. Den letzten Zipfel noch. Hier schließen wir Pferde an, die wir noch eine weitere Weide errichten. So, und jetzt können wir hier ja, nächste Runde da lang gehen. Ja, prima. Also, was sehen hier aus? Also die Chinesen haben Probleme in Peking. 13 Runden. Und in Shenyang 4 Runden. Mal gucken. Die Chinesen sind auch in einem dunklen Zeitalter, währenddessen die Brasilianer in einem goldenen Zeitalter sind. Das ist natürlich. Ja. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt nochmal Punkte sammeln. Nicht, dass wir da in Zeitnot geraten, in ein dunkles Zeitalter rutschen. Das wäre nicht gut. Ja, die Religion interessiert uns nicht, von daher interessiert uns das göttliche Vorbild auch nicht, dass die Khmer verfolgen. Ja, das hier aus, 11 Runden noch. Ja, das ist aber soweit alles in Ordnung. Frage ist, gibt es noch weitere Plätze eigentlich zum Siedeln? Das müsste man sich nochmal überlegen. Das ist ja mit den Maori
eigentlich eine ganz attraktive Möglichkeit, auch etwas abgelegenere Zipfel noch zu besiedeln, wenn da viele Meeresressourcen sind. Also hier zum Beispiel, ja. Wir gehen jetzt mal hier oben rum und erkunden ein bisschen weiter, können nicht viel machen. Da erkunden wir den Nordpol. So, und hier gehen wir weiter gen Westen mit großen Schritten. Das sind das ausgebaute Straßennetz der Nubia. So, und hier segeln wir mal entlang der Küste, um ein bisschen zu gucken, was hier passiert. Aber hier scheint nichts zu drohen. Hier sind auch Münzkrieger. Ja, so, ein weiterer Händler. So, den schicken wir jetzt immer nach Meroe. 13 Runden, naja gut. Das ist nicht so schlimm, das geht auch noch über den Seeweg. Ja gut. Also hier, das ist immer noch der Brand. Der scheint hier zu wüten bei Brasilia. Da kann man so ein bisschen erkennen, der Waldbrand. Ja, das kann man ganz gut erkennen, was hier offensichtlich direkt an dem Wunder hier, dem Mahabodhi-Tempel, es brennt. Ja, gut. Dann haben wir den Händler abgeschlossen, das ist gut. Dann zweiter ist im Bau, dann werden wir jetzt das Konsulat beginnen. Gibt zwei Kultur- und Einflusspunkte. Jawohl. Und Wanganui hat den Handwerker abgeschlossen. So, jetzt haben wir hier natürlich keinen Platz mehr für irgendwas. Tja. Ist die Frage, baue ich einen Siedler? Ja, oder bauen wir weiter Handwerker? Das kann nicht schaden. Hilfeleistung brauchen wir nicht. Stadtmauern. Bietet er später dann Tourismus? Tja. Ich glaube, der Handwerker ist wichtiger. Den nehmen wir mit. So, hier gibt es nichts zu tun. Deswegen schicken wir den hier rüber nach Garuawaya. Können wir der Stadt ein bisschen helfen. So, Francis Drake, der alte Freibeuter, kann noch weiter auf Erkundungsfahrt gehen. Aber hier wird keine Insel versteckt sein. Das würde mich sehr wundern. So, das, ja, gucken wir mal, das wäre jetzt hier 19 Runden, aber gibt plus 1 von allem und 20 Gold, das nehmen wir mit, ja, einmal nach Rio de Janeiro, was war da? So, schade, dass Amanitore wieder unfreundlich geworden ist, das hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Na gut, dann wir können dann nächste Runde ein paar Allianzen gründen. So, jetzt hier kaufe ich den Siedler und schicke den gleich nach hier oben. So, dann können wir hier in Wanganui dieses Feld auch noch kaufen und dann direkt anschließen und dann mal schauen, ob wir die Schildkröten nicht loswerden. Du hast Schildkröten selber. Nach China, das ist gut. Du
Ja. 9 und 4. Oh, komm. Verkaufen wir mal nach China. Das ist okay. So, dann. Buenos Aires hat Brasilien den Krieg erklärt. Da hat es also nochmal Änderungen. Buenos Aires scheint auch stark unter Druck zu stehen. Und Terrakotta-Armee hat Roosevelt abgeschlossen. Und Bebel Barkal hat Portugal abgeschlossen. Ja. Brasilien hat noch einen großen Schriftsteller, Rumi, erhalten. Mal gucken, wie sieht es bei uns hier aus. Das ist alles, naja. Also General interessiert uns nicht. 66, 66, ja, wir müssen hier dringend weitermachen im Bez hier in den Theaterdistrikten. So, Opango. Also mal gucken, na gut, okay, die nähern sich jetzt. Lauter Papiere und Formulare. Der ganze Staatsapparat ist wie eine Festung aus Papieren, Formularen und Regeln. So, jetzt gucken wir mal. Annehmlichkeiten für Städte mit Garnisonseinheit ist uninteressant. Gouverneure ist auch unkritisch. Aber die Allianzen. So, Politik möchte ich nicht ändern. Aber wir gucken jetzt erstmal, was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Für den Humanismus, der wäre ganz gut, um diese Gebäude zu bekommen. Fresken, Erfindungsgeist. Das wäre Feudalismus, 6 Bauernhöfe. Na, gucken wir mal. Wir machen es mal so. Vielleicht wechsle ich dann noch mal. Müssen wir mal schauen. So. Aber jetzt machen wir jetzt erstmal die ganzen Allianzen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was machen wir jetzt hier für Allianzen. Also. Wir machen mit Brasilien, machen wir eine kulturelle Allianz. Der Loyalitätsdruck ist kein Problem. Einmalig 13, prima. So, dann handeln wir mit China. Nein, Allianz. Dann machen wir die Forschungsallianz. So, dann haben wir noch Roosevelt, der ist auch noch erreichbar. Wirtschaftsallianz. So, dann bleibt noch Schottland. Da haben wir die religiöse Allianz. Ja, und dann bleibt noch Portugal. Das ist die Frage. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir da jetzt in irgendwelche Kriege gezogen werden. Nee, das möchte er gar nicht. Na ja, gut, dann nicht. Das ist aber auch nicht so wichtig. So, das gibt uns eine Inspiration zum diplomatischen Dienst. Das gucken wir uns auch nochmal direkt an, wo das ist in unserem zufallsgenerierten Plan. Diplomatischer Dienst ist hier oben. Ja. Ja, das machen wir dann nach dem
Nach dem Humanismus. So, wir gucken mal. So, also das haben wir angeschlossen. Dann 1, 2, 3 kaufen wir auch noch die Fische. So, die sind ausgeheilt. Dann könnt ihr euch zusammenschließen und hier nochmal entlang segeln. So, das. So, Mr. Drake, der große maurische Freibeuter. Erkundet das Iapetische Meer oder den Iapetischen Ozean vielmehr. Ja. Hier oben kommt nicht mehr viel. Dann schicken wir euch zurück. Damit sind die Weltmeere erkundet. So. Jetzt können wir euch upgraden, weil wir hier in einem bei den Verbündeten sind. Das geht jetzt ja. Da ist nur die Frage, wann die entsprechende Karte entsteht. Söldner brauchten wir dafür. Habt 8 Landeinheiten. Wir müssen jetzt ja nicht zwingend alles upgraden, weil es zu teuer ist. Ne? Das ist ja nicht nötig. Ne, dann gehen wir wieder zurück. So, da gehen wir einmal nach hier drüben. So, wir können mal ganz kurz jetzt hier die Siedlungspunkte uns angucken. Also hier unten könnte man noch siedeln, wenn die weg wären. So, wie ist das denn jetzt hier mit den... Ja. Ach, jetzt kann ich hier unser Spezialland gar nicht bauen. Ach, das ist ja dämlich. Da habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet. Dass die hier, wo werden die denn dann gegradet? Den Landsknecht direkt. Ah, das ist ja... Das ist ja unglücklich. Ja gut, das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. So, dann gehen wir trotzdem hier in diese Richtung. Marpata, ah, hier sind schon nubische Musketiere. Wie an die Äpfel dort am Toten Meere, obgleich sie widrig schmecken, aschenhaft. So, das Tote Meer. Das gab nochmal einen Zeitalterpunkt. Da müssen wir jetzt mal gucken, wo wir Zeitalterpunkte herbekommen. Da sehe ich jetzt so ein bisschen, das sehe ich jetzt kritisch. Ja, ansonsten ist aber soweit eigentlich alles klar. Ich könnte meine Einheiten jetzt mal zusammenziehen und hier diese Barbaren vernichten. So, Buenos Aires wurde besiegt. So, Portugal braucht weiter Unterstützung. Ja, das ist kein Problem. So. Ja, das ist nicht gerade im Sinne des Erfinders, aber gut, also Peter ist schon stark, wenn wir bei den Punkten gucken. Ja, Peter ist vor Johann II. Da zwischen den beiden könnte es vielleicht auch nochmal krachen. So, was ist denn hier oben? Wieso ist denn ja, Mexiko? War nicht gerade ein Siedler?
So, der Waldbrand ist gelöscht. So, ja, also dann haben wir nämlich jetzt hier auch in Kavia ist nämlich jetzt auch der Theaterbezirk fertiggestellt worden. Das ist sehr gut. Dann können wir hier das nächste Spezialgebäude errichten. Upango ist auch bald fertig. Hier entsteht bald das Konsulat. Ja, also da haben wir wieder was geschafft. Dass ich mal gucken, dass jetzt hier der Peter nicht zu stark wird, wobei das ist jetzt ja der Druck der Portugiesen, die auch sehr stark sind. Ja, also von daher denke ich, beenden wir an dieser Stelle wieder die Folge. Sind ein bisschen weitergekommen, haben ein Königreich. Dann bedanke ich mich wieder für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.